Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Alle Sonntage wieder. Was habe ich die letzten Tage erwartet? Man sieht schon, es ist diesmal nicht mehr rotlastig, orangelastig wie beim letzten Mal. Eine Mischung querbeet. Ich habe mich auch zum ersten Mal getraut, Düfte zu mischen. Und es ist was mega Geiles dabei rausgekommen. Wir starten in meinem Gästeklo. Hatte ich den Snuggle Up aus der Catching Sea Kollektion. Und zwar lass dich in Kaschmirwäldern nieder, eingerollt in Engellavendel und beruhigenden Salbei. Meine bessere Hälfte hat mich gefragt, was für Räucherstäbchen hast du angezündet? Gar keine. Also das ist der erste Duft, den ich wieder ausmachen musste. Beim ersten Mal ist er wirklich sehr intensiv. Erinnert. Ja, also aber ich finde ihn als Badduft eigentlich ganz gut. Aber ich habe ihn ausgemacht. Aber Snuggle Up im Badezimmer. Dann hatte ich einen Duft des Monats drinnen. Den Jubelt Pomegranate. Er ist wirklich herb, ein bisschen süß. Ich finde ihn auch ein bisschen schwerlastig. Und zwar haben wir, ich habe es mir aufgeschrieben, schimmernder Granatapfel funkelt mit gezuckerter Mandarine und einem Hauch von Zimt. Zimt, da ist er wieder, der Zimt. Ja, also den herben Granatapfel riecht man sehr raus. Also gefolgt dann von der Mandarine und den Zimt riecht man dann, wenn es warm ist. Hatte ich im Flur. Als nächstes den Tahitian Black Orchid. Ist mein absoluter Liebling. Ein verführerisches Gewebe aus schwarzer Orchidee, dunkler Pflaume, Kokosmilch und weißer Rose, verflochten zu einer mysteriösen Erzählung voller süßer Überraschungen. Er ist einfach nur schwarz, dunkel, schwer, parfümig. Ich kann mir denken, wenn ich zu viel davon reintue, kriege ich Kopfschmerzen. So ein Duft ist es. Der knallt rein. Wohnzimmer. Dann Blueberry Cheesecake. Wie soll es anders sein? Diesmal im Flur in meiner Angel-Lampe. Da ist er wieder. Der New Yorker Käsekuchen und die Heidelbeeren. Mega. Einfach mega. Dann hatte ich einen Anflug von Prinzessinnenwahn mit der Belle. Rosenblüten, Passionsfrucht und Sandelholz. Also die Rosen dominieren definitiv. Also Anja, wenn du dir das Video anschaust, der Duft wäre definitiv für Dominik seine Oma was. Ja, aber er ist mega. Hatte ich auch in der Gästetoilette drin. Dann zu meinem zweiten, dritten, vierten Liebling, der Gott sei Dank im Sommer wieder bei den Bring Back My Bar dabei ist. Deswegen kann ich meine letzten zwei gehorteten Bars endlich benutzen. Sugar. Sugar. Von dem habe ich jetzt eigentlich keine Duftbeschreibung hier. Aber
Doch. Eine fruchtige Mischung aus Zitronentropfen und Zuckerwatte. Oh ja, süß, 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 süß. Also ich habe mich letztens gewagt, hatte hier in meiner Lampe, so 1 Meter Luftlinie, 4 Würfel Sugar in meinem jugendlichen Leichtsinn in meine Lampe geknallt. Musste ich nach einer halben Stunde ausmachen, weil es war wirklich sehr süß. Also ich mag süß, aber das war definitiv zu süß. Im Büro. Und jetzt kommen wir zu meiner Mischung. Ich habe leider den anderen Bar nicht mehr hier. Der ist wieder irgendwo im Nirvana verschwunden. Und zwar habe ich gemischt den Rockin' Reuben Reds, kommt übrigens auch wieder im Sommer mit dem Bring Back My Bar, mit Bananas. Leute, ich sag's euch, mega. Bananas ist eine köstliche tropische Banane gemischt mit Kokosmilch und Inselvanille. Ein Duft, der an einen Kaubonbon mit Bananengeschmack erinnert. Einfach nur Banane. Banane. Aber mit dem Rockin' Reuben Reds, der ist ja hauptsächlich Himbeere, ist es wirklich eine Traumkombi. Also, wenn ihr noch zu Hause habt, Rockin' Reuben Reds und Bananas. Mega. Das war's von mir schon wieder. Ich werde jetzt noch einige Videos abdrehen, weil es gibt so viel noch zu erzählen, so viel noch zum Zeigen. Ich hoffe, ihr schaut sie euch an. Lasst mir ein Däumchen da. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns.